Hi Leute, die Wahlen in Sachsen und Thüringen sind gelaufen. Im Grunde gibt es drei Gewinner und zahlreiche Verlierer. Darunter natürlich auch die amtierende Ampelregierung im Bund, weil die haben so richtig eine auf den Latz bekommen. Gut so! Lasst uns heute auf die vorläufigen amtlichen Endergebnisse etwas genauer eingehen. Was für Koalitionen sind denn eigentlich möglich? Natürlich auch gewürzt mit der richtigen Prise Sarkasmus meinerseits. Was noch auffällig gewesen ist, in Sachsen gab es anscheinend einen Softwarefehler. Und dadurch hat die AfD, die zuerst geglaubte Sperrminorität, verloren. Was war da passiert? Willkommen und willkommen zurück bei Jeder Euro zählt. Ich bin Steve. Anlässlich genau dieser beiden Wahlen bin ich gestern auch so ein bisschen rumgesäppt mal bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Und ganz ehrlich, das war schwer zu ertragen. Das ist einfach die geballte Inkompetenz. Weil ich mir für euch da draußen so viel Mühe gegeben habe, lasst mir jetzt gerne ein Abo da, ein Like und drückt mir die Glocke für regelmäßige Benachrichtigungen. Jetzt aber zu den heutigen Themen. Katerstimmung nach Wahlen in Sachsen und Thüringen. Deutschland wacht blau auf. Und da habe ich nochmal was aus einem alten Video von mir vorbereitet. Denn Deutschland wacht blau auf, da ist mir sofort das Mädchen mit dem sogenannten Schlumpfvideo wieder in den Sinn gekommen. Schauen wir nochmal kurz rein, als wie wenn sie ein Orakel gewesen wäre. So, kleinen Sprung gemacht, aber weiter geht's. Am 27. Februar hatte Schuldirektor Jan-Dirk Zimmermann die Polizei gerufen, nachdem ein anonymer Hinweisgeber ihn auf TikTok-Videos einer Schülerin aufmerksam gemacht hat. So muss das sein in Deutschland, ne? Die 16-Jährige bekundete in den kurzen Videos Sympathie mit der AfD und bezeichnete Deutschland als ihre Heimat. Das geht's heute. Sie hat anscheinend recht gehabt. Drei Polizisten rückten in der Schule an. Oder wie seht ihr das? Naja, ein kleines Orakel, dieses Mädchen. Jetzt aber erstmal weiter. So, lasst uns nochmal einen Blick auf die vorläufigen amtlichen Endergebnisse werfen. Übrigens ist gerade noch eine Eilmeldung reingekommen und die zerfleischen sich nun wirklich selbst. Einfach unerträglich. SPD-Ministerin will Talkshow-Verbot für Parteichefin Esken. Also da geht's so richtig hoch her. Mal schauen, ob die Ampel das Ganze überleben wird. Ich mache hier einen Sprung nach unten. Wie gesagt, für mich ist es gerade hier in diesem Artikel nur wichtig, wie dementsprechend eben das Ergebnis gewesen ist. Wir fangen an mit der Landtagswahl von Thüringen. Die Wahlbeteiligung lag bei 73,6%. Im oberen Balken seht ihr die aktuelle Wahl und im unteren Balken die Wahl von 2019. Die AfD hat um 9,4% zugelegt auf 32,8%, also der klare Wahlgewinner in Thüringen. Die CDU hat zugelegt plus 1,9% auf 23,6%. Das Bündnis Sarah Wagenknecht aus dem Stand 15,8%, auf jeden Fall Hut ab. Also wie gesagt, sehr, sehr stark. Wie gesagt, ich habe schon oft erwähnt, ich mag eine Frau Wagenknecht, aber ich würde nie in meinem Leben eine Kommunistin wählen. Sie hat gute Ansätze in Bezug natürlich, was damalige Impfung angegangen ist, auf den Krieg eben in der Ukraine, aber auch natürlich auch mit der Migration, obwohl die Migration des BSW so dahinter steht, wie sie es einmal vorgeben, zu tun, das glaube ich auch nicht. Auf der anderen Seite natürlich die Linke, erklärt sich natürlich auch, dass viele zum Bündnis Sarah Wagenknecht abgewandert sind, minus 18%. Hat es das schon niemals in Deutschland gegeben? Die SPD, nach wie vor einstellig, mit dem Unterschied, sie ist noch weiter nach unten gerauscht, mit minus 2,2% auf 6,1%. Die Grünen fliegen raus mit minus 2% auf 3,2%. Und das ist hier nicht die FDP, was im Anschluss kommt, das sind die Freien Wähler bei 1,3% und die FDP bei 1,1% mit minus 3,9%. Und jetzt nun hier genauer ansieht, SPD, Grüne, FDP, die regieren zusammen in der Ampel im Bund. Ich würde mich ja persönlich extrem schämen und ganz ehrlich, wann löst sich diese unsägliche Ampelregierung endlich auf? Weiter und ganz ehrlich, am gestrigen Abend am härtesten für mich persönlich war diese Ausreden, insbesondere die der amtierenden Ampelregierung. Ein Kevin Kühnert, der total stolz darauf ist, dass die SPD über der 5%-Hürde geblieben ist und auch noch meint, Kampf lohnt sich, also die ehemalige Volks- und Arbeiterpartei SPD versinkt im Nirvana. Insgesamt aber sind die Genossen stinksauer auf ihren Schweigekanzler, denken längst darüber nach, ob Scholz noch der richtige Spitzenkandidat für die kommende Bundestagswahl ist. Mal ganz ehrlich, er ist jetzt nicht mein Kanzler und genau dieser Herr Scholz wird doch niemals mein Kanzler sein.
Über Saskia Esken bin schon SPD-Minister, wie oben bei den Breaking News gerade eben nachgelesen, sie anmahnen, dass sie bloß an keiner Talkshow mehr teilnehmen. Das ist ja oberpeinlich. Die zerfleischen sich selbst. Und einer der, also meine allerliebsten Sätze von Politikern, Co-Chef Lars Klingbeil, also der kleine Antifant, erklärte, die SPD müsse ihre Politik besser erklären. Also wenn das Ergebnis nicht stimmt, war der Bürger zu dumm und man hat ihm einfach die Politik deiner eigenen Partei nicht richtig erklärt. Immer die gleichen Worthülsen und dämlichen Phrasen genau dieser Politiker. Und ihr wundert euch, dass ihr nicht mehr gewählt werdet? Denkt mal drüber nach. Machen wir weiter mit dem vorläufigen amtlichen Endergebnis von Sachsen. Hier hat die CDU leicht verloren, 0,2% bei 31,9% und damit Wahlgewinner natürlich. Die AfD hat zugelegt um 3,1%, starke 30,6%. Das BSW plus 11,8% sind ja noch nie vorher angetreten. SPD auch hier verloren, 0,4%, bleiben Einstieg bei 7,3%. Die Grünen gerade so drin mit 5,1%. Die Linke bei 4,5%, aber Sonderregelung, kommen wir gleich noch dazu, und die Freien Wähler bei 2,3%. Und ihr seht richtig, da ist keine FDP. Erst kommen hier die Freien Sachsen, dann kommt die Tierschutzpartei und die FDP ist nochmals gefallen um 3,6% auf 0,9%. Also die FDP versinkt immer mehr in der Bedeutungslosigkeit und ganz ehrlich, das haben sie 100% verdient, weil dementsprechend, sie haben sich auf diese unsägliche Ampelregierung eingelassen und jetzt werden sie einfach abgestraft. Machen wir weiter mit möglichen Koalitionen. Und hier möchte ich zu Beginn eines sagen. Der Souverän, also das Volk, hat doch eindeutig entschieden, dass sie gerne eine Koalition aus CDU und AfD in beiden Landtagen, also Sachsen sowie Thüringen, gerne gehabt hätten. Das wäre im Grunde also eine wahre Demokratie. Es wird ja so häufige Tage von Demokratie gesprochen. Gut. Im Nachhinein muss man sagen, keine der Parteien wollte mit der AfD koalieren, kann man sich im Nachhinein nicht beschweren, aber schaut euch das hier an. Jeweils wäre es die gleiche, also die absolute Mehrheit, einmal hier in Sachsen und einmal hier in Thüringen. Und hier muss ich ganz ehrlich eines sagen, die CDU hat doch eben genau mit der AfD die größten Schnittstellen und doch nicht mit irgendwelchen Linksparteien. Spielt ihr euch da draußen noch sehr, sehr gerne rum mit diesem sogenannten Koalitionsrechner? Den Link packe ich euch gerne hier unten rein. Es wird ansonsten heute den Rahmen sprengen. Ich bitte um euer Verständnis. Ein sehr prominenter Entertainer sieht es ähnlich wie viele Deutsche, denn Harald Schmidt. Es gibt die Sehnsucht nach einer großen Koalition, einer Koalition aus AfD und CDU. Da spricht er einfach ganz, ganz vielen Bürgern, insbesondere im Osten, aus der Seele. Ob diese Aussage von Harald Schmidt nun als Satire oder Witz gemeint war, das bleibt natürlich offen. Lasst uns weitermachen und mit diesen sogenannten Softwarefehlern. Und da habe ich so ein, zwei ganz lustige Sachen von X für euch rausgesucht. Hier an Anlehnung von der Thüringenwahl vielleicht 2019. Klar, dementsprechend, das war jetzt hier in Sachsen, aber vielleicht so Anlehnung an Thüringen eben von damals. Eindeutig ein Softwarefehler. Und ihr werdet euch alle vielleicht noch daran erinnern, eine Frau Angela Merkel, da war sie damals gerade im Ausland, ich glaube sogar irgendwo in Afrika, wenn es mir recht ist, wo sie gesagt hat, eben diese Wahl, dass es eben den Stimmen der AfD, eben dieser FDP-Politiker zum Ministerpräsident gewählt worden ist, das ist unverzeihlich, das muss rückgängig gemacht werden. Also wie gesagt, das Ganze hat schon ein Geschmäckle. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich glaube an die Demokratie. Und klar, können immer mal Fehler passieren, wir sind alle nur Menschen. Aber bei so einer wichtigen Wahl, dass genau da ein Softwarefehler passiert, wo eine AfD eben nicht die Sperrminorität erreicht, das macht mir persönlich Bauchschmerzen, wo ich natürlich nicht behaupten würde, dass das da etwas falsch gelaufen wäre. Noch ein kurzes Video zu eurer Aufheiterung da draußen aus Little Britain, weil ohne Sarkasmus packt man einfach viele Dinge in diesem Land nicht mehr. Vielleicht ist es ja in Sachsen genau so abgelaufen in Wirklichkeit. Schaut's euch an. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Ist so. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Lasst uns weitermachen. Schade natürlich für die AfD, denn durch diesen verlorenen, entscheidenden Sitz haben sie natürlich jetzt nicht mehr die Möglichkeit einer Sperrminorität.
Wahlleiter gibt Feder zu. Verrechnet. AfD verliert entscheidenden Sitz. Rechtsaußenpartei in Sachsen keine Sperrminorität mehr. Hier einmal Chrupalla, dann Jörg Urban, eben der Spitzenkandidat von Sachsen und Alice Weidel. Ja, lasst uns hier nochmal ganz kurz darauf eingehen. Und wie gesagt, schreibt mir gerne in den Kommentaren hier unten rein, was haltet ihr von dem Ganzen? Also ich habe da doch Bauchschmerzen ein bisschen. Und ja, bei so einer wichtigen Wahl kann sowas passieren, darf so etwas passieren. Ich finde, damit hat man eigentlich der Demokratie keinen guten Dienst erwiesen. CDU und AfD erhalten je einen Sitz weniger als zunächst angegeben, während SPD und Grüne jeweils einen Sitz mehr zusteht, wie Landeswahlleiter Martin Richter am Montag mitteilte. Grund sei ein Softwarefehler, in dessen folgenden Nacht zum Montag eine falsche Sitzzuteilung veröffentlicht worden sei, hieß es. Denn, wie schon erwähnt, mit einem Sitz weniger kommt die AfD auf 40 statt 41 Sitze und verfügt somit nicht mehr über die Sperrminorität im Landtag. Wenn man sich so ein bisschen die Foren mal genauer anschaut, sagen viele, es fühlt euch halt nicht so auf. Wie gesagt, ist dieser eine Sitz dementsprechend. Und die CDU hat ja auch einen Sitz verloren. Mit dem Unterschied, die CDU hat natürlich jetzt diese Sperrminorität und die AfD nicht mehr. Vielleicht ist ja von meinen Zusehern ein Titel da draußen. Kann das so sein? Ist das möglich? Damit kenne ich mich einfach zu wenig aus, dass ich hier einfach dementsprechend eine Aussage treffen könnte. Schreibt auch das mir gerne hier unten rein. Bleibt ja noch dran für mein abschließendes Fazit. Die großen Gewinner von Sachsen und Thüringen, einmal natürlich die AfD, einmal die CDU und einmal das BSW. Der große Verlierer ist natürlich die Ampelkoalition, Ampelregierung bzw. im Bund, weil die haben, wie schon eingangs erwähnt, richtig eine von Latz geknallt bekommen. Doch wer hat im Grunde wirklich gewonnen? Weil diese unsichtliche Brandmauer, die wir ja aufrechterhalten, wie es derzeit aussehen wird. Meiner Meinung nach ist der größte Verlierer eigentlich das Volk, also der Souverän, weil ein Großteil des Volkes, insbesondere im Osten, würde sich eine Koalition aus CDU und AfD wünschen. Übrigens, auch im Bund würde ich persönlich eine Koalition aus CDU, CSU und AfD präferieren, weil für mich ist das die einzige Koalition, die Deutschland irgendwie erst den Karren noch aus diesem Dreck zerren könnte, was im Grunde eigentlich die CDU 2015 und nun die Ampelregierung verbrochen hat. Wird es soweit kommen? Wahrscheinlich vorerst nicht. Was wird passieren? Wie wird das weitergehen? Im Grunde werden wir weiter so machen wie vorher. Die AfD wirkt auf jeden Fall, weil man sieht, die sogenannten Altparteien, die sind wie ein Hühnerhaufen, die sind so aufgeregt, die haben so Angst, sei es um ihre Pfosten, um ihre Pfründe. Im Grunde wird sich so lange nichts ändern im Osten, vielleicht auch für Gesamtdeutschland, solange die AfD nicht die absolute Mehrheit erreichen wird. Oder die unsägliche Brandmauer zur AfD endlich eingerissen wird. Ihr da draußen seid dran. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Gedanken genau zu dieser Thematik von den Wahlen in Sachsen und Thüringen hier unten rein. Was haltet ihr von diesen Softwarefehler? Auch hier gerne unten rein. Vergesst mir nicht das Abo und nicht das Like. Für euch zum Ende nochmal wunderbarste Euros. Bleibt mir treu, werdet mir treu. Bis bald. Euer Steve.